Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir sind auf der Flucht und eigentlich hätte der Freund von ihr da kommen sollen, aber wir haben anderweitig Besuch bekommen und sind jetzt auf der Flucht. Mal schauen. Sag mal ganz schön, dass wir hier mal... Runter! Er trägt einen Helm. Na toll. Devorantes. Was? Devorantes. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Kann ich gar nicht? Gut. Devorantes. Okay. Das ist dann das da. 10 Gegner, die am Kopf getroffen wurden, ihre Helme abzunehmen. Alles klar. Los, ziel auf den Helm. Devorantes verätzt Metall und zwingt Gegner, die am Kopf getroffen wurden, ihre Helme. Das klingt ziemlich bösartig. Schneider ihm einen Stein an den Kopf. Los! Ja, Moment. Okay, das ist noch sehr hilfreich, aber echt teuer. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Ja, ich bin begeistert. So ist es ja nicht. Oh, cool. Kriegst sogar noch Alkohol. Alles klar, wir müssen hier wieder schleichen. Scheiße. Da drüben, da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Weißt du, wo die Schleimsteine muss ich das denn zwingend machen? Aber da herrscht völliges Durcheinander. Ich sehe es nicht ganz. Hat er einen Helm auf oder nicht? Nee, oder? Gut, ihn hätten wir schon mal erwischt. Aber ich will jetzt nicht zwingend ihn töten. Aber wir können uns jetzt da erstmal umsehen, während er da in die Richtung schaut. Das nehmen wir natürlich mit. Was hast du noch bei dir? Stein. Also ich würde sagen, wir verstecken uns hier. Und gehen dann vorbei. Okay, Stein. Okay, das interessiert ihm nicht. Aber das haben wir noch. Ah, wie weit können wir es nach hinten machen? Bis hierhin. Ich sag's doch nicht. Na, fuck. Moment, 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 Moment. Ach, Zeit zu sterben, ihr Feigen, oder? Shit. Das ging mal richtig schief. Und tschüss. Das gefällt mir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Naja, kurz und schmerzlos ist leider ein bisschen was anderes. Ich weiß. Wo ist das Chateau d'Ombrage? Hier entlang. Folgt mir. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Aber könnt ihr uns nicht einfach mal in Ruhe lassen? Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hört zu. Anicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Go. Ja, ist ja gut. Halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und tötet die anderen. Sofort. Sie suchen immer noch nach mir. Okay, wo lauft jetzt hier alle so hin? Weil ich will euch alle gerne am Leben lassen, wenn es geht. Auch wenn ihr Ärsche seid. Okay, kannst du dich bitte umdrehen? Wer ist da hinten? Ah, super, danke. Das hilft. Okay, von hier aus könnte man da hinter den Baumstamm, wenn er nicht hinguckt. Okay, also wenn er nach unten läuft, dann gehen wir da runter. Am besten machst du das jetzt gerade jetzt. Bitte, danke. Okay, und da vorne rein. Bitte, entdeck uns nicht. Hä?
sehe mal nach. Oh nein, bitte schau nicht nach, bitte schau nicht nach. Bitte. Komm, hier ist nichts. Fuck, und hier schaut Hodder nach unten. Gar nichts. Ja, genau, hier ist nichts. Wir müssen nach da unten. Das heißt, ihn müssen wir ablenken, damit er nicht hinguckt. Stein. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Dankeschön. Du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Wir klingeln jetzt noch die Ohren. Ja, wir waren das gar nicht. Wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Deruns geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er noch sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Scheiße. Ja, keine so guten News. Na scheiße, jetzt geht er zu mir. Ach man. Und? Immer noch nichts? Das sind doch nur Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Bloß Kinder? Dafür suchen aber jede Menge Männer nach ihm. Und der, ja, Kinder allerdings. Nikolas ganz schön zu. Nikolas hat schon Schlimmeres erlebt. Man nennt ihn nicht umsonst. Komm, geh weg. Bitte, danke. Ach nichts. Komm, dreh dich um. Und jetzt hier. Was geht denn da hinten wieder vor? Sehen wir mal nach. Okay, ich hoffe, das geht sich jetzt noch aus. Fuck, ich glaube, das wird super eng. Shit. Oh, okay, super. Und jetzt da vorne hin. Er wird jetzt gleich wieder zu uns gucken. Diesmal hätte ich was finden müssen. Ja, es passieren hier komische Sachen, glaub mir. Ja, was halt die andere Richtung. Hey, hier ist jemand auf Ärger aus. Sucht alles ab. Nee, bitte macht es nicht. So, schneller. Sind wir da? Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Ach so, du laufst einfach vor. Okay, alles klar. Und sieht keiner. Ja, ist okay. Gut. Da nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Ist sie gut. Also nur mal so eine Frage. Was bringt eigentlich dieser große Gatt dann? Wenn man hier so einen Nebeneingang hat, wo man einfach rein kann. Vorsichtig, da ist Lukas. Oh. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt nehmen. Oh, Collectibles. Hast du noch was von den Devorantes? Nein, dann stell schnell welches her. Kann ich nicht. Außer, ich habe jetzt hier gleich die richtigen Sachen. Alkohol, ne. Okay, kann ich. Devanantis. Jetzt. Ja, Moment mal. So. Was? Mach jetzt. Sehr gut. Hey, wer war das? Dafür werdet ihr mit. No, du gehst erstmal schlafen. Froh, euch wiederzusehen. Sorry. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Das ist so süß, der Kleine. Oh, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Ah, letzteres ohne abschlachten, gehen bitte. Wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Ah, oh, ganz dezent. Von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Ja, wenn das denn geschafft hat, ne? Etwa einen Unfall? Ob es hier was zum Sammeln gibt? Ah, er kann ja gar nicht nach hinten gehen. Ein Karren der Inquisition. Die Ratten.
Da drin ist Oh, fuck. Ich hab das gerade voll übersehen. Oh, Amicia, ich hab etwas für dich. Ich hab Ignifer weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Okay. Salpeter, Alkohol und Leder. Luminosa. Jetzt haben sie aber ein bisschen von das Harry Potter abgeleitet, hä? Was ist das da? Oh, das ist aber auch nicht billig. Wirf es auf die Ratten. Kann ich nicht? Ach, ich muss es so machen. Oh, wow. Das hat sie pulverisiert. Was? Lukas, der okay, und das kann ich auch voll mit alchemistischen Zutaten. Halt, Moment. Ah, scheiße. Es ist nur logisch. Die Inquisition. Die hätten nicht von der Makula gewusst, ich kann aber nichts upgraden hier. Texte gelesen hätten. Ich weiß nicht, aber wobei, ich habe hier ein Werkzeug gefunden. Aber diese Karren werden uns noch nützlich. Schauen wir nochmal. Munitionstasche, wenn wir mal ein Upgrade machen. Schadet nie, wenn wir ein bisschen mehr Munition haben. Das sollte mir die Sache erleichtern. Und ansonsten hat es hier nichts mehr. In dem Drogenwagen. Was ist das? Ah, da bin ich voll mit Salpeter. Das Akadukt, wir sind fast da. Na, endlich. Was? Wo? Jetzt werden wir mehr erfahren. Kletter hoch, ich helfe dir. Na gut. Gehen wir das Akadukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh! Aquä... Ist aber gar keine so eine schlechte Aquädukt. Idee, würde man das gerne mal von oben ansehen. Nelly? Andererseits wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Okay. Ach so, ich muss das erstmal wieder runterbringen. Klar. Gut nice. Gesehen. Haben wir hier Steine? Ich brauche ein paar. 3 von 10. Schauen, ob ich noch mehr finde. Ja. Aber sie haben sie eh mal ganz gut platziert, dass man nicht wirklich ausgeht an Steinen. Was? Und jetzt? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst? Oder so. Wer geht zuerst? Nice. Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Ah, das sieht ja auch wieder so geil aus. Halla Scholli. Oh. Geil. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, nee. Das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Oh, sieht mega cool aus. Genutzt. Also Level-Designer, ihr kriegt's eine absolute 1. Wahnsinn. Ich hab noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Gut gemacht. Leider macht mir ja alles kaputt, wenn wir hier reinlaufen. Da hinten gibt es wieder Sachen zum Sammeln. Das hole ich mal wieder. Nase kratzen. So. Voll mit Salpeter. Oh, das ist jetzt wieder so ein Rätsel hier, eine oder? Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Ja dann? Kannst du mir zur Hand gehen? Also schön. Dieser Ort ist unglaublich. Ja, gar nicht schlecht. Schade, dass wir keinen Wein und Käse dabei haben. Ja, das stimmt. Wäre herrlich gewesen. Boah, so Wein, Käse mit ein bisschen... Also Käse gerade, ein bisschen Marmelade und einen süßen Senf dazu. Boah, ist mega nice. Das funktioniert nicht von selbst. Setz mit Hugo über. Wir kommen dann nach. Meinst du wirklich? Ja, es ist ohnehin nur Platz für 2.
Okay. Ja, wenn ich jetzt loslassen könnte. Aber was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Kannst du mir helfen? Yep. Danke. Ich habe nicht loslassen können. Oder warte mal. Muss ich vielleicht erst mal zu ihm hin? Weil er hier unten ist. Nö. Okay, dann probier's halt nochmal. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Kein Ding. Hm. War jetzt so direkt hinter meinem Avatar ist das wieder diese Sonde, die sich dreht. Das heißt, dass halt der Begleiter beschäftigt ist. Beschäftigt in dem Sinne, dass er halt hier unten einfach sitzt, aber... Ich kann halt jetzt nichts anders machen. Außer halt wieder loslassen. Ah, das ist doch dämlich. Rührt euch nicht vom Fleck, ich bin gleich zurück. Kein Problem. Sieht gut aus. Direkt hinter dir. Damit interagieren? Einsatz, Melly. Lukas! Ah. Schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja, ja. Das Wasser's. Okay, und wir zwei dann auf der anderen Seite. Viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Okay. Euer Boot und wartet. Soll ich einsteigen? Ja, ja, Hugo, bitte. Steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ich wette, mit den beiden passiert jetzt was, nachdem jetzt hier wieder getrennt werden. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Glaub mir, das wird noch früh genug passieren. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Hier ist noch eine Kurbel. Okay, dann wird mal fleißig gekurbelt. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber... Er hat Fantasie. Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ja, wir bitte einsteigen. Wir kommen. Jetzt? Gut, ihr könnt loslassen. Okay. Aber so tief sieht es gar nicht aus. Ich glaube, da hätte es auch so durchgehen können. Alicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, aber, gehen wir genau, weiter. Genau, aber... So. 8 von 10. Das ist schon mal sehr gut. Und was haben wir hier hinten? Salpeter, was ich nicht einsammeln kann. Na gut, gehen wir weiter. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Offen. Oh, das sieht eigentlich ziemlich gut gewartet aus hier. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch... Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das oh, danke schön. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Was, denn? Was ist denn, Lukas? Dieses was ist hängende das? Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus.
Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst einmal los in den Graben. Du hast recht. Wir müssen auf die andere Seite. Oh, und bei den Gedanken kriege ich Gänsehaut. Ja, bevor wir da rüber gehen, wenn wir uns hier erstmal noch umschauen. Und ja, also wussten die Leute schon mal, was hier passiert. Sonst gäbe es das Ganze hier nicht. Melly, kannst du sie öffnen? Nein, vielleicht auf der anderen Seite. Warum kannst du diese Tür jetzt nicht aufmachen? Die ist doch genauso abkackt wie die anderen. Ah, Spiellogik. Nicht hinterfragen, einfach spielen. Aber trotzdem. Kletter hoch, ich helfe dir. Also schön. Dankeschön. Okay, was haben wir hier für Goodies? Noch eine Alkohol und Co. Okay. Viel zu viel Sapete, was mir nichts bringt. Und hier hinten nochmal Steine. Was ist das? Nochmal Alkohol. Nice. Südele. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Andererseits frage ich mich gerade, ob sie gewusst haben, ob es wirklich Ratten sind oder ob es einfach nur so komische Wesen sind. Die einfach so in der Nacht aktiv sind. Sind im Dunkeln. Und dann hier alles auffressen. Und einmal die Tour. Eigentlich ein mega schlaues System. Ja, allerdings. Solange es Feuer an ist. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich alles. Dann gehen wir mal hier runter. Über... Ah, die Leiter da hinten. Okay. Ach, und jetzt ist natürlich die Tür offen. Na klar. Ich gehe zuerst. Mhm. Nur mal zur Logikfrage, da wo die Ratten herkommen sind, da könnten ja eigentlich noch mehr kommen, oder? Weil die gehen ja dann vermutlich von da kommen sein. Andererseits, wo sind die von der anderen Seite herkommen? Da wo wir waren, war ja nur Wasser. Ach, ja, nicht hinterfragen. So, weiter geht's. Noch eine Tür, könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ja, das wäre jetzt ungünstig. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Ja, ob hier noch jemand ist, der uns hier helfen kann. Sieht nicht so aus, als... Aber wir gehen natürlich doch nach links. Kann man mehr nur so haben. Können wir das auch mal? Ah ja, kriegst machen wir hier auch, Melly? Bitte. Also schön. Ja, ich glaube an den Höchsttagen war das sicher hier schön. Mit einer geilen Aussicht hier oben. Dass wir so schlechtes Wetter haben. So, was haben wir hier? Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, ist es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Ratten! Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Ja, wir werden... was? Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Ja, Moment, kommen die jetzt gleich wieder? Weil dann brauche ich jetzt nichts herstellen, dann kann ich mir das sparen.
Oh, los, cool. Lauf! Das ist doch verrückt! Nehmen wir mal auch noch mit. Nie wieder. Oh, da auch noch. Wir haben mal Leute Schwefel. Gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Ugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Jetzt, na los, na los! Lass uns dir helfen. Nice. Aber das hebt ja nur kurz. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Komm, 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 komm. Oh, scheiße, ich muss noch sowas herstellen. Oh, fuck. Los, nice. Wir werden es scheiße, scheiße. Sehr gut. Oh, ganz schnell hier drüber. Ich werde dir helfen. Ja, gut. Schnell, 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 schnell. Hält es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Okay. Wirklich? Gut. Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Das ist der einzige Eingang hier. Das ist ja mega umständlich, dann hier reinzukommen. Oh. Ha, unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ja, und vor allem ist früher schon mal was in der Richtung hier passiert, dass es das hier hat. Ah, da ist eine Tür, da können wir reingehen. Nice. Verschlossen. Und kann natürlich nicht aufgemacht werden. Okay, was kann man hier tun? Wir können das hier entzünden. Was uns jetzt nicht sehr viel gebracht hat. Springen können wir nicht. Da unten rein ist doof. Achso, ja doch, ich kann es ja sagen. Na schön, das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Schleichen ist jetzt hier. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten. Ah. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. So, gib mal her. Also los. Eigentlich müssen wir sie ja kaputt kriegen, wenn wir sie da in die Enge treiben. Gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Okay, jetzt haben wir sie in dem Zirkel hier drin. Was uns aber nicht sehr viel bringt, außer wir machen das da hinten an. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ah ja, wir haben ja hier die... Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Eigentlich nicht. Aber einer muss ja machen. So, jetzt laufen wir gerade da hinten hin und machen dort das Feuer an. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Sehr gut. Oh, das können wir gar nicht so bewegen. Das hat hier eine Kette dran. Ja, die hinten sind noch mehr. Okay, also die würden dann eh von anderen Seiten wieder kommen, wenn das Teil noch da unten fährt. Okay, gehen wir mal hier nach oben. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Ah, okay, ich mache hier so einen Weg. Da können wir hier gerade mal alles platt machen. Wenn wir schon mal dabei sind. So, nice. Jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Oh, und auf der linken Seite geht's auch noch weiter. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Das Feuer, aber das ist unser Schloss. Aber coole Idee. Also Abwechslung im Prinzip her. Vielleicht ganz leicht unrealistisch, aber das ist schon cool. Die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken.
Ah, jetzt haben wir umgekehrt. Gut, dann gehen wir mal runter. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Ja, bin ich. Jetzt? Folgst du mir? Hä? Also... Achso, okay, ich muss es sehr explizit sagen. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut, ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Ach so, hier, okay. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Ach, lass mich doch mal hier rauf. Warum nicht? Hä, wo bist du denn hier hochklettern? Und weiter geht's. Ah, auch das kann ich hier anmachen. Machen wir hier noch ein bisschen mehr. Ah, und jetzt. Ey, hier kann ich ja nicht drauf. Ah, doch. So, da. Und einmal. Och, kleine, bitte. So. Wieder alles einsammeln. Und auch das hier. Melly, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Warum eigentlich? So, komm, die machen wir jetzt alle hier kaputt. So, und dann müssen sie hier raus und dann können wir mit dem Inneren säubern. Okay, kannst du da jetzt mit dem Ding zurückfahren? Na bitte, rein in die Grube. Sehr mit gut. Euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Also welche Leiter meinst du jetzt? Hier ist jetzt dicht und da kommt man nicht... Oh. Ah, wir müssen mit dem Ding wieder retour. Das ist jetzt nicht so geil. So, einmal also wieder nehmen. Gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja, alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja. Und wir sind ja eh total abgelegen. Und da ist ein Felsmassiv zwischen uns und den anderen. Moin, hilfst du mir jetzt da rauf, oder wie? Ich wäre soweit. Ah. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das Chateau Montage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Ach man. Wir könnten aber gerne mal tauschen, weil jetzt mache ich zuerst unten. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen okay. Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Hier liegen Gewölbe näher, weißt du? Und vor allem hier müssen wir dezent ein bisschen renovieren. Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber
aber die verfluchten Ratten sind überall. Ja, Amicia, die Amazone, erzähl ihnen doch eine Geschichte. Sehr witzig. Aber ich konnte doch jetzt mit dem da nicht nach oben laufen, oder? Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt hier Licht. Können da oben rauf und mit dem anderen jetzt wieder helfen. Hier glaube ich hat es nichts zum Sammeln. Oh, dafür hier. Södele. Das allerletzte Mal. Aber dann müssen wir ja auf der anderen Seite sie ja wieder zurückdringen. Also das ist dann eigentlich das vorletzte Mal, oder? Gut. Und wieder runter. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Ja, ich komme ja schon. Dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich hier wieder rauf. Na komm, gehen wir rauf. Und wir müssen jetzt nach rechts. Damit ihr da wieder in den inneren Ring reingehen. Mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt es sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Gut, das war's. Jetzt muss eigentlich nur noch du mit deinem Teil da zurückfahren. Jetzt, lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weich zurück vor Amicia, ey, der das sind noch, und Melly, der da waren noch welche, ich hab das ganz genau gesehen. Was? Melly, da die unten. Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Krass, das sind echt viele Ratten. Zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Unser Zuhause. Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss jetzt für die Episode. Wir werden uns noch den Nachspann anschauen zum neuen Kapitel. Das ist jetzt echt schön. Du hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Aber nicht mehr in dieser Episode. Schau mal, sind wir nächsten dann. Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Also, liebe Leute, bis demnächst. Tschüttelö. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.